Morgen, Leute. Ihr seht mich gerade mein Frühstück zubereiten, obwohl wir eigentlich schon mittags haben. Wir haben gerade 12 Uhr. Es ist Samstag, am Wochenende. Vor 2 Tagen wurde die neue Kollektion gelauncht, meine Freunde. Und um die soll es heute auch so ein bisschen gehen. Wir fahren nämlich jetzt gleich gemeinsam in die Halle. Dann zeige ich euch die ganzen neuen T-Shirts, die Hose, die kurzen Hosen. Das, was es eben gibt. Ja, wir gucken so ein bisschen mit den Größen, was ich trage, was man tragen kann, damit ihr einfach einen besseren Einblick bekommt quasi. Ich hoffe, das steht hier überhaupt gut. Geht das gut? Kann man mich erkennen? Dass ihr einen besseren Einblick bekommt, wie das ganze Zeug sitzt, was man erwarten kann, was zu erwarten ist. Und ja, dann würde ich sagen, heute ist Samstag, steht auch eine Push-Einheit an. Und wir reden so ein bisschen über mein derzeitiges Training, beziehungsweise über meinen derzeitigen, ja, Stand, so wie sich das Training entwickelt hat, dass ihr so ein bisschen Einblicke bekommt. Ich mische das jetzt. By the way, das hier sind 150 Gramm Haferflocken, 300 Gramm Beeren und neuerdings auch Magerquark. Da ich gerade kein Protein mehr hier habe, muss ich mir Magerquark da rein tun. Aber, jo, meine Freunde, ich gönne mir das jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder in der Halle. So, Leute, herzlich willkommen in den heiligen Hallen des Hustles. Kurze Roomtour. Da hinten sind die Regale, ihr kennt sie noch, da wird verpackt. Hier ist die Couch mit jetzt Klamotten drauf natürlich, die ich euch jetzt Step by Step zeigen möchte. Und ja, meine Freunde, hier seht ihr schon, ich trage derzeit oder gerade das Red Gold. Das habe ich gerade aus der Wäschetruhe geholt, weil ich kein frisches mehr hatte. Aber ich denke, für den Purpose von diesem Video wird es reichen. Denn wir gehen jetzt so ein bisschen die neuen Sachen durch. Sie sind endlich da. Ich meine, die Farbe habt ihr ja schon vor circa einem Jahr gesehen, wo wir das erste Beispiel hatten. Ihr müsst wissen, ich mache das Ganze hier fast alleine. Ich habe halt den Daniel, der ist so ein bisschen für Fotos und so zuständig. Und mittlerweile seit vor kurzem auch, mittlerweile gar nicht mehr seit kurzem, mittlerweile seit einem Dreivierteljahr auch jemanden hier fürs Lager. Aber den ganzen Rest, die Organisation, Produkte und alles, das mache alles ich. Und wenn man sowas vorher noch nie gemacht hat, dauert das natürlich Ewigkeiten, bis man wirklich dann ein Produkt hat, was qualitativ gut ist, wo der Druck wirklich perfekt ist, wo dann die Längen passen. Ihr habt das auch gesehen, beim letzten Launch waren die T-Shirts noch ein bisschen kurz. Wir haben das alles verbessert. Ich habe mir mega, mega, mega viel Mühe gegeben, dass das jetzt wirklich funktioniert. Es wird in Zukunft auch mehr Zeug kommen, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was jetzt wirklich gelauncht wurde, was jetzt da ist, was ihr euch natürlich auch gerne auf dem Shop, der Link ist natürlich in diesem Video, wie auch in allen anderen Videos, unten in der Beschreibung, könnt ihr euch das Ganze natürlich in Bildern dann auch nochmal angucken. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was gelauncht wurde und wie das Ganze ausfällt, sodass ihr euch einfach ein besseres Bild davon machen könnt, was ihr zu erwarten habt. Ich stelle das Ganze mal kurz scharf hier. So, Freunde, kommt das Ganze dann bei euch an, wenn ihr es bestellt habt, also in so einer schönen, ja, wie nennt man das, weiß-transparenten Folie, Hülle, Athletic Aesthetics steht drauf, mit der Größenangabe. Hier drin habt ihr dann das Schildchen, dann könnt ihr das Ganze hier hinten schön aufmachen, euch rausholen. Hier haben wir jetzt das Ice Blue, also das T-Shirt Ice Blue. Ich habe gerade schon gesehen, hier der Zettel ist drin geblieben. Der ist normalerweise hier vorne drum, also der steckt so an dem T-Shirt dran. Zack, dass der Druck safe bleibt und schön ankommt. Hier auf der Rückseite das gleiche bei einem anderen Druck. Dann habt ihr hier die neuen Kärtchen, die reflektieren so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ja, unser Spruch, ihr kennt das ja, High Quality Sportswear. Designed by Athletic Aesthetics. Genau, und dann habt ihr hier so ein schönes T-Shirt in Größe M jetzt liegen. Ich habe jetzt mal nur das ausgepackt. Wir gucken uns direkt nochmal als Beispiel auch die Sleeveless Hoodies an. Die kommen dann in einer etwas größeren Verpackung. Bam. Zack, könnt ihr auch super aufmachen hier. Und zack, da ist das Ding. Auch hier der Druck ist geschützt. Und bei den Sleeveless Hoodies haben wir eine Besonderheit. Und zwar haben wir hier, wie ihr hier sehen könnt, so einen High-Density-Druck. Also das ist nicht gedruckt, sondern das ist haptisch, also das ist fest. Ja, der steckt so, steht so ein bisschen raus, ist aber auch elastisch, also reißt nicht, wenn man dran zieht. Warte, ich muss hier näher ran, da, zack. Genau, und das ist hier so, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist so fest, so 3D-mäßig. 3D-Print würde dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Hier seht ihr auch nochmal das Kärtchen, dass das so ein bisschen reflektiert. So, ja, ganz nice auf jeden Fall gemacht. Und hier auf der Rückseite das gleiche. Also hier haben wir auch diesen 3D-Print-Effekt. Aber ich würde sagen, die Details gucken wir uns jetzt an.
So, Freunde, ich habe jetzt einfach mal die Kamera so aufgestellt wie auch beim Posing-Update. Was ich derzeit anhabe, ist das Red Gold, das Gold-Red T-Shirt. Bordeaux-rote Farbe mit so einem gelb-goldenen Aufdruck. Einmal vorne das Classic-Design, als auch hinten. Es kann sein, dass das hier ein bisschen krinkelig ist, weil das ist gerade bei mir aus dem Wäschekorb. Ich wollte nicht unnötig jetzt noch ein neues rausholen. Das ist das Ding hier an der Seite, auch das Detail, auch in goldener Farbe, der Sleeve-Tag. Von der Größe her könnt ihr jetzt gucken, also die T-Shirts sind länger geschnitten. Das hier ist eine Größe M. Das sitzt bei mir oben schön eng an. Ich mag das, wenn die T-Shirts hier so ein bisschen eng anliegen. Unsere T-Shirts als auch die Hosen, alles bis auf die Kompressionshosen, also die Sleeveless-Hoodies, die T-Shirts, die Tanktops, als auch die Jogginghose und die kurze Baumwoll, also die kurze Jogginghose, sind dieser Stoff hier. Ja, zwar nicht so dünn wie jetzt an den T-Shirts, aber sie haben 95% Baumwolle und 5% Elastan, sind also wirklich sehr anschmiegsam und dehnbar. Wer die T-Shirt-Qualität kennt von uns, der weiß, wovon ich rede. Die T-Shirt-Qualität ist nämlich ultra nice und das haben wir auch bei den Jogginghosen. Ihr seht das hier. Das ist jetzt eine Größe L, die ich hier trage. Ich zeige euch das mal. Hier oben ein schön fester Bund. Hier ist das Logo drauf bestickt. Hier verläuft die Naht in eine Naht. Also wir haben hier so eine Dreiernaht, die verläuft in eine Naht. Und auch hier haben wir ein elastisches Material. Klar, die sind fitted geschnitten. Also ich mag diesen sportlichen Look, so wie er jetzt gerade hier ist. Aber der Stoff ist halt so, dass hier würde einer reinpassen, der auch nochmal, weiß ich nicht, 10 cm mehr Beinumfang hat. Ja? Also das Gute ist, durch diesen Stoff haben wir halt entsprechend viel Spiel, was die Breite angeht. Ja, also ich zum Beispiel könnte auch eine M-Größe tragen bei den Jogginghosen. Bei den Jogginghosen hatte ich auch als Sample hatte ich glaube ich nur, also als Beispiel hatte ich nur eine M-Größe und die hat mir auch super gepasst. Aber ich glaube so mein Sweet Spot ist die Größe L. Ihr kennt meine Oberschenkel, ich kann sie euch gleich auch nochmal, ich kann sie auch direkt nochmal zeigen. So, das sind meine Oberschenkel hier. Bam. Und ich trage eine Größe L. Ja, also könnte aber auch eine Größe XL tragen und könnte auch eine Größe M tragen. Also wir haben da auf jeden Fall gutes Spiel. Das ist auf jeden Fall Größe L. Das ist natürlich von der Länge her bei mir, sag ich mal, so 6 cm zu lang die Größe. Aber das juckt ja nicht, weil, also ich würde sie am liebsten, also ich trage sie am liebsten so. Ich würde mir jetzt nicht die M holen, sondern ich habe dann lieber hier unten so ein bisschen, dass sich das staut so minimal. Ja, ihr seht das ja hier. Und trage die Größe L. Perfekt, hier vorne habt ihr noch Kordeln. Die Kordeln können wir auch noch mal kurz gucken hier. Haben wir das Ganze, sieht man das? Ist das nah? Ist das zu nah? Ne, so ist es. Genau, hier mit so einem Metallding. Ich hoffe, man sieht das. Schöne schwarze Kordel, wunderbar. Hier seht ihr auch noch mal die Bestickung direkt. Da, zack. Oder ist vielleicht zu nah? So, da sieht man die Bestickung. Einfach das AA-Logo. Und hier, dann könnt ihr auch direkt noch mal den Sleeve-Tag gucken. Hier ist der Sleeve-Tag, ist auch bestickt. Hier der Druck. Genau, hier krunkelt das so ein bisschen. Es kommt, wie gesagt, gerade eben aus dem Wäschekorb. Warte, ich zieh's mal glatt. Yeah. Okay. Und ja, genau, zum T-Shirt noch. Das ist, wie gesagt, Größe M. Ihr kennt ja auch meinen Oberkörper. Ich werde euch den gleich auch nochmal zeigen. Die T-Shirts sind länger. Wer beim letzten Mal obenrum dachte, das passt, aber ist vielleicht ein bisschen kurz, der sollte die gleiche Größe nehmen wie beim letzten Mal, weil das M ging vorher bis hier, hier haben wir einfach wirklich so ein Stück draufgepackt und so haben wir das auch bei dem L gemacht und auch bei dem XL gemacht. Ich zeige euch nochmal eben meinen Oberkörper. Also ich wiege derzeit 90,5 Kilo, das meiste Gewicht natürlich in den Beinen und ich mag es halt auch, wenn die T-Shirts ein bisschen enger anliegen. Ja, deswegen. Und ich würde sagen, wir gucken uns direkt das nächste an. So, meine Freunde, bei den Tanktops gilt das gleiche wie für die T-Shirts auch. Vom Stoff her elastisch, ja, also man hat hier ordentlich Spiel. Von der Länge her sage ich nochmal 3 cm kürzer als die T-Shirts, ja. Aber das ist zum Beispiel jetzt auch Größe M. Passt mir wunderbar in der Länge, passt mir wunderbar in der Breite. Und
Es lässt sich halt auf L und die anderen Größen übertragen. Ich könnte zum Beispiel auch eine Größe L tragen, wenn ich das Ganze ein bisschen lockerer haben möchte. Ich könnte wahrscheinlich sogar eine XL tragen, wenn ich es lockerer haben möchte. Ich mag die Dinger ganz gerne fitted, deswegen trage ich M. Für den einen oder anderen wäre das vielleicht mit meinen Proportionen eine L. Aber ich mag das Ganze ein bisschen enger liegen da. Ihr wisst Bescheid, so den Look. Ja? Das ist quasi jetzt Tanktop Größe M. Und auch hier nochmal die Details von den Tanktops, beziehungsweise dass ihr euch den Print besser vorstellen könnt. Das ist einmal hier vorne, hier oben der Print, ganz normal auf der Chest. Und einmal hier hinten auf dem Nacken, ich hoffe man sieht das jetzt von der Schärfe her. Boom! Wenn ihr euch besser vorstellen könnt oder im Ganzen seht, habe ich das T-Shirt einfach mal ausgezogen. Entschuldigt meine fette haarige Wampe. Das ist jetzt die kurze Hose, Jogginghose, hat auch diesen gleichen Stoff wie die lange Jogginghose, also wenn man das hier sieht. Auch die Bestickung hier auf der Seite, zwei Taschen hier. Hinten eine Tasche auf der Seite mit Reißverschluss, hier. Und das ist Größe M. Ihr seht aber, dass die hier quasi enger anliegt. Also die liegt jetzt hier bündig auf. Ich bin jemand, ich mag das einfach, wenn das T-Shirt enger liegt, wenn die Hose enger liegt, aber... Ich finde halt auch die Beinchen, die kann man halt auch mal ein bisschen zeigen. Ne? Das bedeutet, ich könnte auch eine Größe L tragen. Ich gucke mal, ob ich eine Größe L hier habe, dann ziehe ich die direkt auch an, dann seht ihr den Vergleich. Aber erstmal so, das ist jetzt Größe M bei den kurzen Hosen. Die geht jetzt ungefähr bis zum Knie, also etwas übers Knie. Wir wollten die ein bisschen länger machen als die Kompressionshosen, die werdet ihr gleich noch sehen. Hier von hinten auch noch. Boom. Kurze Hose. Gleiches Baumwollelastanmaterial wie die T-Shirts, wie die Hose. Ordentlich dehnbar, also da habt ihr auch viel Platz. Wenn ich jetzt so Oberschenkel hätte, würde ich da trotzdem easy reinpassen, ohne Probleme. Ja? Und das war uns relativ wichtig. So, kommen wir zu den Kompressionshosen. Das hier ist jetzt die Kompressionshose schwarz. Ihr habt hier oben den Bund mit Athletic Aesthetics drauf. Dann habt ihr hier noch so ein kleines Logo vorne am Quad. Und das ist jetzt Größe L. Und hier ist es halt so, durch die dicken Oberschenkel, bei den Hosen, Jogginghose, und bei der hier ist es so, durch die Oberschenkel brauche ich doch die Größe L. Auch mal von hinten hier, dass ihr das Ganze seht. Boom, boom. Das ist so meine Größe. Von der Länge her sind die eben kürzer als die anderen kurzen Hosen. Die anderen gingen ja bis hier. Hier haben wir so, sag ich mal, 4 cm, 4 bis 5 cm, nochmal weniger. Kann man so anziehen, wenn man confident ist. Also ich ziehe das ganz gerne so an im Gym, einfach zum Beugen. Ansonsten kann man das natürlich auch super drunter anziehen, weil es eine Kompressionshose ist, Wärme gibt und zum Laufen gut geeignet. So ist das. Das Ganze haben wir natürlich dann auch in zwei Farben. Das hier ist die graue dazu. Die graue Variante gefällt mir persönlich noch besser. Auch wieder das Logo hier vorne. Den Bund auch, wie bei der anderen auch. Und das ist auch Größe L. Kommen die Beine schön zur Geltung. Mag ich sowas. Hier hinten auch nochmal. Boom. Ja, muss man halt gucken. Entweder zieht man es zum Beugen an oder eben drunter. Ich feiere die Kompressionshosen. Die Kompressionshasen. Hosen auf jeden Fall hart. Mm. So, hier seht ihr auch nochmal den Bund quasi. Von vorne. Athletic Statics. Und hier vorne. Den Imprint, auch nochmal das Logo drauf. Genau. Und last but not least, die Sleeveless Hoodies für die Übergangszeit. Also wer dicke Ärmel hat und die trotzdem im Gym präsentieren möchte, der ist natürlich mit so einem Sleeveless Hoodie gut beraten. Schnitt ist ähnlich wie bei den Tanktops, also die sind auch fitted geschnitten. Taschen zu. Auch ein bisschen länger geschnitten, also dass man diesen Look hat. Hier an der Seite offen. Hinten das Logo, wenn man die Kapuze anzieht, ist auch drauf. Und genau. Habt quasi hier den Reißverschluss, den Zipper-Reißverschluss, ganz normal. Hier auch nochmal mit Zipper an den Seiten. Ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt gerade überhaupt? Ist wahrscheinlich wieder überhaupt nicht scharf. Genau.
Für die Seitentaschen auch nochmal den Zipper. Habt hier das Logo. Habt da hinten das Logo. Hier oben für die Kapuzen festzuziehen. Sieht man das überhaupt? Da, genau. Hier so kleine Dinger. Und den gibt es natürlich auch noch in einer anderen Farbe. Nämlich in Grau, meine Freunde. Grau-Schwarz, einfach das Ganze nochmal umgekehrt, andere Richtung. Aber auch hier das Logo ist hier oben und hier hinten. Boom. That's it. So Leute, ich hoffe, ihr konntet jetzt wenigstens einen Überblick so halbwegs bekommen über die Produkte. Wie gesagt, bei den Größen ist immer relativ viel Spiel. Wer die ganzen Sachen nicht zu eng haben möchte, also wer so Angst hat, dass er aussieht wie eine Presswurst, in Anführungszeichen, sollte einfach die Nummer drüber nehmen. Die Sachen schmiegen sich eben an. Sie haben ein sehr angenehmes, aber auch elastisches Material, wie man hier unschwer erkennen kann. Und ihr seht die Sachen bei mir auch getragen in den Videos. Der Daniel zum Beispiel, wenn ihr mal Daniels Kanal abcheckt, in der Beschreibung oder eben auf meinem Kanal bei empfohlenen Kanälen. Der trägt zum Beispiel XL bei der Hose als auch beim T-Shirt. Der Lars von Lift You Up trägt alles in XL. Pascal Su trägt die Shirts auch in M. Ja, aber halt eben auch eng anliegend. Der mag das auch, wenn das ein bisschen fitted ist. Ja. Und die Hosen auch in L. Ja, also quasi so wie bei mir. Aber er wiegt auch gerade, glaube ich, derzeit auch nur so um die... Ich weiß gar nicht, wie viel er wiegt, aber er wiegt, glaube ich, in welcher Klasse war er? War er 83? Ich glaube, er wiegt gerade so 84 und ich wiege gerade 90,5. Ne? Also, das auch nochmal dazu. Und ja, ihr habt Spiel in der Breite, ja, da könnt ihr euch ein bisschen überlegen, okay, will ich es eng haben oder will ich es ein bisschen breiter haben? Und ja, aber so kritisch ist das dann nicht, vor allem, weil die T-Shirts jetzt länger sind, sollte es mit den Längen gar keine Probleme geben. Und ja, das war das Ding. Ich feiere am härtesten die neuen Shirts, weil sie einfach geile Farben haben. Das Bordeaux-Rot mit dem Goldenen finde ich geil. Das Schwarze mit dem Goldenen finde ich geil. Das Blaue mit dem Blauen finde ich auch geil, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und die Jogginghosen, also die Hosen sind halt ziemlich nice, weil sie einfach nicht reißen beim Kniebeugen. Weil sie perfekt fürs Beugen geeignet sind, nicht stören. Und ich feiere die extrem hart. Sichert euch 15%. Ihr könnt über den Link in der Beschreibung gehen. Ich denke mal, ich mache es auch in die Infobox und sonst überall hin, wo es geht. 15% bis zum 5. Bedeutet, ihr könnt auch erstmal ein T-Shirt kaufen oder vielleicht erstmal eine Hose kaufen, gucken, wie fühlt die sich an, wie trägt die sich. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt, in einer Woche oder in eineinhalb Wochen die nächsten zwei T-Shirts kaufen, wenn ihr wisst, okay, die Quali ist nice, die T-Shirts sind nice und ich sichere mir den Rest auch. Das zur Kollektion. Wenn ihr noch Fragen habt, also wenn noch irgendwas offen geblieben ist, schreibt sie mir in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß in meinem Training, was ich jetzt gegenüber vollführen werde in unserer Halle, wo wir auch die Seminare anbieten. Link in der Description. Und ich würde sagen, Push-Einheit. Let's go. So Leute, wenn ihr euch fragt, warum trainiert er in seiner Halle und nicht in dem einen Studio, wo er jetzt immer trainiert hat, ich habe da leider keine Drehgenehmigung mehr und da ich eben heute einen Vlog abfilmen wollte, holen wir uns hier direkt das Training mit rein. By the way, die Halle wird natürlich auch genutzt für Personal Training, was es leider noch nicht gibt, da hatten ja einige gefragt, aber auch die Seminare. Das nächste Seminar ist am, ja, ich bin gut informiert, 25.11. meine ich. Also das nächste Seminar, wo Plätze frei sind, ist am 25.11. Ich glaube, von 8 Plätzen sind noch 5 frei. Also, wenn ihr einen Platz haben wollt, sichert euch den jetzt schon. Ist zwar noch über einen Monat, aber ich denke, die Dinger sind schnell weg. Und ja, was steht bei uns heute an? Wir haben 50 Kilo Overhead Press, 4x12, also 4 Sätze, 12 Wiederholungen. Wir sind jetzt quasi in der langweiligsten Woche, die es überhaupt gibt in meinem Training. Die lasse ich bei den Updates jetzt neuerdings immer raus. Da habt ihr immer die 11er Woche und die letzte, die 9er Woche. Den Vlog gibt es jetzt heute in der 12er Woche. Ihr seid auch so ein bisschen vor den Updates. Das Update, glaube ich, das nächste, was kommt, ist erstmal das Posing-Update, bevor wieder ein Trainings-Update kommt. Aber das ist die Woche, 4x12, 50 Kilo OHP und danach 70 Kilo, 5x10 Schrägbankdrücken. Kurz auch, dass ihr einfach die Information habt. Bei mir, das Training läuft im Moment, beziehungsweise mein Fitness-Ding läuft im Moment nicht so gut.
was den Fokus angeht. Durch den Launch der Marke, durch das Abholen und alles, war jetzt sehr, sehr, sehr viel zu tun, zu organisieren und zu machen. Und ich habe eigentlich nicht mehr so viel Zeit am Tag für das Training. Ihr wisst, ich trainiere 6-mal die Woche. Und Mobility ist jetzt diese Woche zum Beispiel komplett weggefallen. Mein Knie war die ersten 2 Einheiten gut, keine Geräusche, Montag, Mittwoch. Und jetzt am Freitag hatte ich wieder leichte Geräusche, einfach zu viel Spannung im Gewebe. Und ich merke das so ein bisschen, ich bin sehr gestresst. Auch meine Haut ist jetzt gerade im Moment nicht die beste. Ihr seht auch ungepflegt, also das Ding ist nicht wirklich rasiert oder schön gemacht oder so, weil mich das gerade derzeit alles nicht juckt. Das nur so als Hintergrund. Ich bin mal gespannt, wie das Training jetzt läuft. Also gerade ist so wirklich am Limit wieder. Ne? Also ich treffe jede Einheit, also ich gehe jeden Tag ins Training und hole mir das schnell, aber ich mache eben Abstriche. Ich mache nur meine Hauptübungen zum Teil. Also jetzt gerade die Woche, das werdet ihr wahrscheinlich noch im Update hören, ist ein bisschen packed, ja, weil einfach sehr, sehr, sehr viel außenrum ist. Und das ist eben auch das, wo ich Leute verstehen muss oder wo ich Leute mittlerweile viel besser verstehen kann oder seit einem Jahr oder seit 2 Jahren viel besser verstehen kann, die neben der Arbeit eben nicht mehr so harte Gains machen können oder so viel Gains oder so, sich so viel mit dem Sport beschäftigen können, wie ich das zum Beispiel vor 3 Jahren gemacht habe und jetzt derzeit wieder versuche, weil es manchmal einfach nicht geht. Es gibt Sachen, dann ist das Maß voll. Ja, dann ist es fast voll. So, jetzt aber nächster Trainingssatz, also erster richtiger Trainingssatz. So, Freunde, ich bin durch mit Overhead Press und Schrägbankdrücken, quasi meine wichtigsten Übungen, weil ich ja das Ziel habe als Powerlifter. Was ich jetzt ausfallen lasse, ist das komplette Rückentraining. Bedeutet, den Bodybuilder-Aspekt lasse ich jetzt quasi raus und den Verletzungspräventionsaspekt, weil ihr wisst ja, ich empfehle es jedem, so viel zu drücken, wie er auch zieht, damit man einen Ausgleich in der Schulter hat. Und mein Schultertraining fällt weg, also quasi den optischen Aspekt von meinem Training lasse ich weg. Als auch den Verletzungspräventionsaspekt, bedeutet keine Mobility, keine hintere Schulter. Mal gucken, ob es mir zu Verhängnis wird. Ich habe derzeit keine Probleme mit der Schulter, deswegen kann ich das vielleicht für 1, 2, 3 Wochen machen. Grund dafür, wie gesagt, ist einfach, es ist jetzt Launch-Woche, wir haben jetzt die neuen Sachen im Shop. Wie gesagt, wenn euch die Farben gefallen habt,
Ich hoffe, ich habe Bilder eingeblendet. Ihr könnt euch auch auf der Seite die Bilder mal angucken. Ich garantiere euch, die Stoffqualität ist geil. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es ja einfach zurückschicken. Wir haben da einen Retourenservice. Ganz easy. Mit dem Code NEW15 könnt ihr auf jeden Fall noch bis zum 15.11. 15% auf alle AA-Sachen sparen. Das heißt auch auf die Bänder, die da hinten hängen, auf die Hose, auf das Shirt. Und ja, könnt auch noch mal gucken, wir haben noch mal ein paar SPD-Sachen reingetan, die wir jetzt auch noch rausbekommen wollten. Und wir haben auch noch Gewichtheberschuhe. Guckt den Shop an. Guckt ihn euch an. Es wird sich lohnen. Ihr werdet auf jeden Fall was finden, ja. Ach, ich habe die Terra-Bänder vergessen. Wir haben jetzt auch Terra-Bänder, also die... Nee, keine Terra-Bänder, Entschuldigung, Fitness-Bänder. Weil Terra-Bänder ist ein geschützter Begriff. Sowas ähnliches wie Terra-Bänder, ja. Fitness-Bänder, Kniebeugepolster, wer die braucht für Hip-Bridges, also für Glute-Bridges. Und Zughilfen sind jetzt schon in den anderen Farben da, in Camouflage, Pink und so, jetzt auch im Shop. Und die Handgelenksbandagen in Camouflage folgen auch. Ihr merkt, ich habe so viele Sachen im Kopf, da müssen nämlich die Bilder auch noch gemacht werden. Wir haben Shootings, die jetzt gemacht werden müssen. Ich muss den Affiliates zum Teil noch, also quasi unseren Partnern zum Teil noch die Sachen schicken. Ich will da neue Konzepte ausarbeiten. Also ich habe wirklich, mein Kopf ist einfach fucking voll. Training ist, der Powerlifting-Aspekt vom Training ist drin. Und das auch nochmal als kleiner Einblick, was machen, wenn man wenig Zeit hat, dies, das. 2080, ja, das, was ihr machen müsst, das, was für euch am wichtigsten ist, die höchste Priorität, das setzt ihr um, das macht ihr, geht rein, macht dann eben die OHP, macht das Drücken, ja, solange ihr verletzungsfrei seid. Und für mich der optische Aspekt ist ja eher zweitrangig. Den lasse ich eben dann heute im Training weg. Ist nicht weiter schlimm. Ich muss jetzt arbeiten, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Checkt die Seite ab. Supportet den Shit. Vielen Dank für alle, die schon bestellt haben. Das Ding hier ist mein Baby. Und ich habe mein Baby nicht lange Zeit vernachlässigt, aber... Ja, die letzten 1-2 Jahre waren einfach fucking schwer und ich bin für jeden dankbar, der das Ganze immer noch unterstützt, der immer noch supportet. Und das Geld ist auch nicht verloren. Es ist nicht so, dass ich mir eine riesen Wohnung kaufe oder ein riesen Haus kaufe. Ich wohne immer noch zu Hause in meinem Kinderzimmer. Es geht alles wieder zurück hier rein. Es geht alles in diese Idee, in diese Bewegung, die ich haben möchte. Und meine Werte sprechen zwar gerade noch nicht so klare Worte, aber gebt mir noch mal ein halbes Jahr. Und dann seht ihr, wo Athletic Aesthetics hingeht. Und vielen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace. Peace.